Hallöchen, meine Freunde, wir kommen hier zurück. Wir machen mal weiter, aber nicht mit der normalen Daisy-Runde. Natürlich hier ein bisschen, was natürlich. Wir schauen mal rein in Daisy Experimental. Gesundheit 1,26er Vision. Und Hauptziel heute ist erstmal Tiere. Wie schon eine Videobeschreibung, Tiere, ne? Tiere, Hase, Fuchs. Was soll ich sagen? Ist das nicht geil? Ich find's geil. Mal gucken, ob wir den ersten Hasen finden oder den ersten Fuchs. Je nachdem, ob sie auch auf Tschernoros rumlaufen. Nicht, dass sie nur auf Livonia sonst unterwegs sind. Ich habe nur grob die Patch Note sozusagen, beziehungsweise was kommt, übersprungen. Also nicht übersprungen, grob gelesen. Und es ist ja einiges. Ne? Ich bin jetzt schon krank. Ja, krank werden tut man auch ganz schnell anscheinend. Nochmal wegen die Tiere. Fuchs, Hase. Allgemein Wolf, glaube ich auch. Oder man kann halt, wenn man da von den Tieren das Fleisch isst und so, auch mit dem Fleisch her, wenn es nicht gut ist oder ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber am besten lest ihr natürlich die Patch Notes. Und wie gesagt, ich habe es nur grob überlesen. Auch sehr, sehr oft krank werden, auch von den Tieren Fleisch, weil das. Fleisch von den Tieren soll nicht das Hauptziel sein, irgendwie sich zu ernähren in Daisy. So habe ich das verstanden, aus dem Englischen raus. Und ja, auch was Klamotten angeht, so T-Shirts, man sieht schon, ne? T-Shirt. Der Bereich Inventar, der ist kleiner Klamotten. Also man hat nicht mehr so viel Platz. Man hat weniger Platz. In der Hose, Wanderhose hat 12. Waren das nicht 20 sonst? Und hier beim T-Shirt waren es, glaube ich, 12, ne? Ich glaube 12. Bereiche hier. Also man kann auch nicht mehr so viel mitnehmen. Man muss schon mehr überlegen, was nimmt man mit, ne? Solche Sachen halt und auch mit dem Fleisch und Haltbarkeit und es kann auch hier gefrieren und ach, das gibt so viel, Leute. Lest euch die Patch Notes für den kommenden Update und ich wollte gar nicht weiter da mich mit befassen, einfach loslegen, spielen, weil ich gelesen habe, Fuchs und Hase. Ich so, wie geil ist das denn bitte? Ein Fuchs und ein Hase. Ich esse mal einen Apfel und ich bin krank. Ja, es ist einer ein bisschen härter. Das Überleben wird ein bisschen härter, ne? Wir gucken mal. Ich mache so ab und zu mal so, na, wie es zeitlich passt. Ein paar Videos von DayZ. Ach, ein Hase hier. Ist das schon ein Hase? Ne. Ja, so neblig heute, ne? So ein bisschen looten. Ich möchte einfach. Einfach erstmal nur das Ziel ist ja ein Fuchs und ein Hase. Gar nicht so viel looten. Ist da ein Stein, den ich mitnehmen kann? Cool, was ist das denn? Natürlich kommt da jetzt ein Zombie. Ja, das hatte ich auch noch gelesen. Die Zombies machen auch allgemein, also weniger Schaden an den Klamotten. Klamotten halten denn mehr aus. Das hatte ich auch noch so gelesen. Ist das Sound auch anders hier? Das hat sicher. So, wir nehmen mal die Weste. Nein, natürlich nicht. Die normale andere Weste hat, glaube ich, auch weniger Platz. Also, das muss man alles sich anschauen, ne? In der Zeit, wo man halt spielt und DayZ und das kennenlernt. Es gibt ja auch viele Leute, die lesen gar nicht die Patch Notes, die spinnen einfach weiter und wundern sich dann vielleicht, warum? Habe ich auf einmal weniger Platz? Solche Leute gibt es auch. Da muss man schon mal ein bisschen gucken und schauen, was hat sich nun geändert. Und Grafikeinstellungen, glaube ich, sind zum Beispiel auch zwei Sachen. So, was weiter weg ist, so Objektdetail oder so, da kann man auch was einstellen. Fragt man aber nicht genau was. Das weiß ich selber noch nicht. Wie gesagt, nur grob überlesen. Aber Fuchs und Hase. Den Fuchs würde ich auf jeden Fall. Den würde ich. Nein, den würde ich. Hase für. Ich weiß gar nicht. Würde ich die jagen? Würde ich die. Geh mal hier rein. Ein Hühnchen.
Stofffetzen. Hier war doch jemand. Hier liegen doch nicht einfach nur Stofffetzen rum. Brauche hier gar nicht looten, ne? Direkt am Spawn brauchst du eigentlich gar nicht looten. Außer Autos. Autos macht ja eigentlich immer Sinn. Aber hier gerade... Ich lasse das Hühnchen mal, weil... Obwohl, da wird es reinpassen. Ist auch nichts zu essen drin. So, wir spielen natürlich offiziell diese Experimente, so offiziell... Ja, Server, da findet man natürlich auch weniger an Zeugs. Wie sieht es mit dem Kragenkleid? Auch hier, Plätze, ne? Man sieht schon, weniger Platz. So, da begrenzt. Was jetzt Rucksäcke angeht, weiß ich gar nicht, ob sie da auch begrenzt haben. Das weiß ich nicht. So, du durchgeglitscht hier. Was hat er denn auf? Guck mal, gib mal deine Mütze her, komm. Die ist doch besser wie meine. Ist die neu? Extra mal nicht auf den Kopf schlagen. Die kenne ich ja noch. Die ist doch neu, oder? Kenne ich ja gar nicht. Ist das auch neu? Hab ich noch gar nicht gesehen. Gut, ist das... Die ist ja mal cool. So, zeig dich mal, Fuchs oder Häschen. Ein Apfel? Kommt mal sehen, wie schnell. Ich hatte ja erst eingeloggt, ja, und schon krank. Und allgemein Essen und, hat man auch gesehen, ist ja beim Start dann auch richtig. Also ist weit unten, ne? Also bis zur Hälfte runter. Und das hatte sich auch noch geändert oder wird sich denn ändern? So wie hier. Ist kühl. Wenn ich das jetzt trinke und ich wäre nicht schon krank, kann ich davon krank werden, weil es halt kühl ist. Eventuell soll ich das erst aufwärmen, das Trinken. Na? Das sind auch so Sachen, die dazu kommen. Und wenn das Essen zu warm ist, wenn es zu heiß ist, das ist auch nicht gut, wenn man das denn isst. Das sind so Kleinigkeiten. Es sind viele Sachen, die so jetzt. Also, was sich so ändert in DayZ, finde ich gar nicht schlecht. Hätte noch einen zweiten kleinen Stein gucken sollen. Guck mal, durch meine Körpertemperatur. Würde ich jetzt sagen, anscheinend ist das nicht mehr kühl. Ist es sozusagen, hat es schon eine Körpertemperatur angenommen, die Gradzahl. Weil es halt draußen in der Umgebung war, ist es halt kühler. Trinken, erhalten. Das ist mir jetzt gerade halt selber aufgefallen. Ne? Das war das halt kühl. Dann habe ich das eine Weile hier sozusagen getragen, bei mir gehabt und dann... Halt in normale Temperatur. Ja, das trinkt normale Temperatur. Körpertemperatur. Ihr wisst schon, was ich meine. Komm. So, da ist ein Zombie. Waren wir da schon drin? Ja, ne? Da ist auch ein Zombie. Ich weiß gar nicht, wo hier der... Wir laufen gleich mal... ins Landesinnere rein. Weiter rein. Ich möchte doch noch einen Fuchs sehen. Das muss doch möglich sein in diesem Video. Wäre ja blöd, wenn ich das in der Beschreibung habe. Im Titel und... Guck mal hier, Kapuze. Ist auch beschränkt. Ist beschädigt. Ja, das Überleben wird härter, finde ich. So ein bisschen schon. Muss man sich erst dran gewöhnen.
laufen da oben hoch. Wir nehmen diese Hütte noch mit. Guck mal, hier war auch jemand. Stoffhetzen, ja, Handschuhe. Kannst direkt anziehen, wunderbar. Ist alles eluded. Ist doch klar, jeder will das testen, ne? Gesundheit. Wir hauen ab. Muss halt nur öfter mal gucken. Wegen Hasen. Schon gerne einen Hasen sehen. Oder einen Fuchs. Am besten beides. Wie gesagt, die Sicht der Entfernung kann man dann auch detailmäßig dann einstellen. Da gerade eingehört. Der Fuchs, der gibt dann auch laut von sich. Hase weiß ich nicht. Fuchs hatte ich schon was gesehen. Vor kurzem so ein Video reingeluschert. Würde jetzt Sinn machen im Wald, ne? Deswegen oben mal gucken. Dann gehen wir da mal hoch. Was Hase und Fuchs angeht. Gesundheit. Deswegen nur grob looten. Oder noch was zu nehmen. Richtig geschaut. Oh. Das ist ja cool. Ich glaube, die hat einer gedroppt, oder? Oh Gott. Wollte ich gar nicht. Naja. Toll. Nicht. Gar nicht toll. Können wir hier durch ein Fenster... Ne, können wir nicht boxen, ne? Oh Mann. Och. Weißt du was? Das ist ja, ist klar, so viele Treffer, wie ich jetzt bekommen habe, ist ja. Spieler? Ne, Zombie, glaube ich. So, macht man normalerweise nicht. Ja, doch, der war der Loot. Nein, hat er nicht. Jetzt spawnen sie uns nochmal neu. Ist ja kein Problem. Brauchen ja nur einen Hasen. Nur einen Hasen und einen Fuchs. Mehr will ich ja gar nicht.
in dieser ersten Folge. Ein Experiment. Orientierungskompass. Warum nicht? Trainingsjacke. Na, immerhin mehr Platz. Da musst du echt überlegen, was mit dem da. Jetzt geht's dann noch, aber später. Ich habe weniger Platz. Würde ein Rucksack noch wichtiger werden. Ich finde das gar nicht schlecht. Kann man halt nicht so viel mitschleppen. Und dann keine 3.000, 4.000 Waffen sozusagen mit Munition und bis zum geht nicht mehr. Und ist halt weniger dabei, ne? Oh. Glaubt das ja jetzt nicht. Ich kriege ihn nicht auf, ne? Krieg ich bloß nicht auf. Haben wir noch Zeit? Ja. Na, mit dem Fleischhammer wird das wohl nichts. Doch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das habe ich noch nie ausprobiert. Wie auch immer das geht, aber es geht. Gar nicht geguckt. Die ist normal, die ist nicht kühl, okay? Die war ja auch im Auto, ne? War ja nicht draußen sozusagen in der frischen Luft. Das andere war ja auch was zu trinken, ne? Das ist ja was zu essen. Wir haben noch eine Tasche, Marke, eine klassische Waffe. Und was denn hier? Kann ich sehen? Ein Rucksack wär schon interessanter. Ich bin hier überhaupt nicht. Los, steh auf! Also mich sieht man nicht. Der ist zu. Muss ich aber von der anderen Seite rankommen. Es gab da zwei Server zur Auswahl, so EU. Ich habe den, der eine war 40 von 60. Ich habe, glaube ich, den 25 von 60 genommen. Gibt's, dass ich halt ein bisschen auch rumlaufen kann und nicht direkt hier auf Spieler treff. Ist nichts, oder? Reifenreparatur, muss ich gucken, das ist noch dasselbe, okay. Maisstange ist wunderbar. Vielleicht, ich glaube, für eine Dose aufkriegen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was hat man gelootet? Blauen Baum, ne? Gar nicht da, das habe ich gar nicht gehört. Hier war doch auch schon jemand. Natürlich. Brauche hier gar nicht looten, ey. Das ist einfach zu nah an der Küste. Ein Pflaumenbaum.
Arbeitsjacke. Okay, Arbeitsjacke ist noch. Warte mal, moderat isoliert. Moderat isoliert. Was mache ich denn da? Ich wollte doch. Ja, so lost. Aber es ist ja gerade noch normal, die Slots. Das sind ja nur alle Klamotten. Wundert mich gerade. Oder es ist noch nicht final, dass es auch noch reduziert wird bei der Arbeitsjacke. Kann gut möglich sein. Du müsstest nicht in so einem Hinterhof ein Brunnen sein. Nichts, ne? Ach, ist wieder im Schütten hier. Hier müsste doch ein Brunnen sein, oder? Ich hab gedacht, dass hier ein Brunnen wäre. Ich will hier eigentlich raus und nach Katzen. Dings gucken. Hase, Fuchs. Hase, Fuchs. So, was hat der für Slots? 30, okay. Also Anzahl 30. Weiß gar nicht, ob der Schulranzen schon immer 30 hatte, falls ihr das wisst. Ist das ein Misswetter? Der hat aber was ausgehalten. Okay, das war ich nicht. Angelhaken. Beschädigt. Gerade nur wieder ein Huhn gehört, aber noch kein Hasen und kein Fuchs. Oh, wo war denn hier noch der Brunnen? Naja. Kennt man ja, ne? Loot rausstellen vor die Tür und so. Könnte ja was Neues nachspawnen. Wird auch nichts sein hier. Police sowieso nicht. Bin ich gekommen. Hier schon. Gucken wir lieber noch mal, ne?
Da! Ich habe einen Fuchs gehört. Ja! Scheiß auf Loot! Was jetzt da? Oder da? Mein hier. Wo bist du, Fuchs? Oh Mann, haben wir jetzt verloren? Du hast doch andere Seite. Ich höre ihn ja nicht mehr. Ich sehe kein Fuchs. Nur einmal sehen. Muss ja auch schon schütten, ne? Ich will doch nur darüber. Warum muss das so regnen? Hätte ich ihn vielleicht besser gehört. Wo war denn jetzt noch die Police? Bin ich jetzt so lost? Oh Mann. Das ist gerade ärgerlich. Man hat ihn aber gehört. Das war's aber auch. Wenn ich nicht so lost wäre, wenn man die Police wiederfinden würde. Hier.
Nicht so einschätzen mit dem Fuchs, wie weiter weg sein kann. Okay, schade. Schade. Aber ihr habt den ja auch gehört, ja? Es sind ja keine Lügen oder so. Ich hätte jetzt gerne... Ich werde das Video beenden. Werde vielleicht noch mal ein bisschen rumlaufen. Der Fuchs muss eigentlich hier mit rein. Vielleicht finde ich den ja noch. Und den gibt es dann... Falls ich ihn nicht finde, war es an dieser Stelle. Sonst trage ich ihn nachträglich noch. Hänge ich ihn noch mit hinten ran. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Leute, er grillt. Der Fuchs, der ist ja genau hier vorne. Was? Ich tue dir nichts. Zeig dich doch nochmal. Da vorne ist er. Ja, hallo. Er springt. Hallo. Keine Angst, ich tue dir nichts. Ja, Leute. Ich habe ihn noch gefunden. Und ich wollte allgemein, hier hochlaufen in den Wald. Fuchs und Daisy. Wie cool ist das denn? Und nein, den lasse ich leben. Nein, sowas mache ich nicht. Nein. Ich laufe weiter. Hatte gerade noch ein bisschen mit Zombies zu kämpfen. Habe ein bisschen das Magazin. Das eine Magazin habe ich entsorgt. Munition da raus und in dieses Magazin rein. Und ja. Wie cool ist das denn mit dem Fuchs? Es fehlt zwar der Hase. Den Hasen gibt es vielleicht beim nächsten Mal. Wir gucken mal. Aber er fuchst, der war da. Ist das nicht? Es ist so wunderbar. Ja, Daisy hat noch Hoffnung oder wie? Oder was? Es kommt immer noch wieder was Neues. Glaubt man gar nicht. Vor allem zwei neue Tiere. Und der Fuchs sogar. Mit Spielanimation sozusagen. Da, oder was war das? War er am Jagen oder am Spielen? Na, auf jeden Fall... Ja, die Jungs da, die kriegen doch noch was hin, ne? So, ich bin mitten im Wald. Alles klar. Fuchs habe ich nachgereicht. Wunderbar. Aber jetzt ist echt Feierabend mit diesem Video, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.